Wobei ich sagen muss, Final Fantasy 7 bewertet. Absolut überbewertet. Können wir hier auf D setzen. Weiß ich nicht, warum alle das so abfeiern. Sage ich nochmal ein Hallo an die Leute in YouTube. Herzlich willkommen zur Erstellung der einzig wahren Final Fantasy Tierlist. Mein Name ist Mr. Perfect, langjähriger Final Fantasy Fan. Und deshalb sehe ich mich gebildet und professionell genug, eine Tierlist zum Thema Final Fantasy zu erstellen, zu den einzelnen Ableger der Hauptreihe. So ist das hier gekennzeichnet. Es finde es ein bisschen schade, dass Type Zero zum Beispiel fehlt. Das hätte ich vielleicht gerne noch mit eingeordnet, aber es ist halt auch nur ein Ableger. Aber wir haben jetzt hier einfach mal wirklich 1 bis 16 die Hauptteile. Und diese werden jetzt gerankt von meiner Wenigkeit. Aber erstmal muss ich hier ein bisschen in Ordnung reinbringen, weil das triggert mich, dass das hier nicht gleichmäßig verteilt ist. Und jetzt kann es auch losgehen. Es ist alles geordnet. Legen wir mal los mit der Erstellung. Und zwar schön in der Reihenfolge. Fangen mit 1 an, hören mit 16 auf. So wie sich das gehört. So wie ein normaler Mensch das auch macht. In der richtigen Reihenfolge. Hier nicht wild hin und her ziehen. Gut, Final Fantasy 1. Aus heutiger Sicht betrachtet ist das Ding ja kein Burner mehr. Da muss man ja ehrlicherweise sagen, dass das spielerisch nicht so viel hergibt. Ich habe es jetzt vor 2 Jahren ungefähr in der Pixel Remaster Version gespielt und gestreamt. Ja, es ist nett. Ne? Es sind halt die Anfänge. Ohne das würde es alles andere nicht geben. Und es hat wahrscheinlich für seine... In der damaligen Zeit ist da einem das Hirn weggeflogen. Ja, ansonsten wäre es ja nicht so erfolgreich gewesen. Aber es ist eben, ja, es hat halt das Klassensystem schon mal eingeführt. Die ganzen Grundlagen, was Zaubersprüche angeht, Beschwörungen gab es noch nicht, aber Bahamut hatte schon seinen Auftritt. Später im Verlauf konnten die Klassen auch nochmal geupgradet werden. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, waren es 6 Klassen. Kriege ich sie zusammen? Es war der Rotmagier, Weißmagier, Schwarzmagier, der Ritter und ein Dieb. Das müssten die 6 gewesen sein. Und storymäßig hat es nicht viel zu bieten gehabt. Man ist eher so von A nach B geschippert, gefahren, geflogen, gelaufen. Hat versucht, so, ja, bring mir Gegenstand A. Um Gegenstand A zu bekommen, muss ich aber erstmal Gegenstand B irgendwie finden für jemanden. Also so ging das dann immer hin und her, dass man sich über die Weltkarte erarbeitet hat. Aber man war halt schon echt frei am Anfang. Ne? Also es war immer gleich, man hatte seine offene Welt mit Städten. Es sind Dungeons rein. Es war eine offene Spielwelt. Muss man mal sagen, für damalige Zeit, glaube ich, war das nicht allzu üblich. Aber es war vor meiner Zeit, bevor ich geboren wurde, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Das Spiel ist älter als ich. Gehört jetzt nicht zu meinen absoluten Favoriten, aber kann dann es respektieren für das, was es ist. Und ohne es würde es auch Final Fantasy ja gar nicht geben. Ja? Und deswegen bin ich gerade so am Überlegen, ordne ich es in B oder in C ein. Vielleicht müsste man mal sagen, wie ich eigentlich werte. Also S Plus ist halt zum einen mein absolutes Liebling wird da reinkommen. Und wo ich denke, dass es halt vom Gesamtpaket her einfach am besten passt. Ne? Und dann so versuche ich einfach mal vorzugehen. Ne? Also es wird eine objektive Betrachtungsweise geben. Aber natürlich wird auch eine subjektive mit einspielen von mir selber. Ja, also das versucht das ein bisschen auszubalancieren, mal gucken, ob es klappt. Deswegen, also objektiv gesehen, Final Fantasy 1, das erste seiner Art, hat viel neu gemacht, war richtungsweisend für die ganze Reihe, quasi die Grundlage gelegt. Objektiv gesehen, ja, ist okay. Kann man auch aus der heutigen Zeit noch machen, gerade mit dem Pixel Remaster. Das ist auf jeden Fall interessant. Ne, aber wenn ich das jetzt bei B ranken würde, müsste ich viel mehr andere Spiele noch weiter oben ansiedeln. Deshalb würde ich das Ganze erstmal auf C setzen. So. Dann kam der zweite Teil. Der hat ja nun alles dann mal komplett anders gemacht. Auf einmal hatte man Charaktere mit einer Hintergrundgeschichte, also keine No-Names mehr, sondern die waren halt vorgegeben, feste Charaktere, sag ich mal, die man zwar noch umbenennen konnte, aber
Es gab halt einen festen Cast und das Klassensystem hat man komplett abgeschafft. Man hat halt gelevelt. Man hat eben, Waffen, die Waffen, die man genutzt, gelevelt und eben auch seine einzelnen Stats wurden gelevelt, je nachdem, wie man gespielt hat. Heißt also, wenn mich ein Gegner häufig angegriffen hat und ich Lebenspunkte verloren habe, sind meine Lebenspunkte auch gestiegen. Wenn ich viel Schwarzmagie benutzt habe, ist meine Intelligenz gestiegen. Wenn ich viel Weißmagie benutzt habe, ist meine Weisheit gestiegen. Und so weiter und so fort. Und so war das dann auch mit den Waffen. Und hat sich dann weiterentwickelt. Also Erfahrungspunkte an sich gab es gar nicht. Das hat es halt neu gemacht. Und das hat mir eigentlich auch recht gut gefallen, als ich es jetzt auch in der Pixel Remaster Version gespielt habe. Aber die Story war echt dünn. Also ich hab mich so gefühlt, als wenn ich Star Wars nachgespielt hätte. Ne? Also man war in der Rebellenallianz, hat gegen das Imperium gekämpft. Auf einmal kam das Imperium mit einem riesigen Luftschiff, was wie der Sternzerstörer war und alles niedergemetzelt hat, also Städte den Erdboden gleich gemacht hat. Ja. Und man hat halt so aus dem Untergrund gekämpft. Also das war nicht so der Burner, muss ich ehrlich sagen. Aber deswegen finde ich, das ist auch eins der schwächeren, weil häufig ist man auch eher so von A nach B gereist. Es war auch wieder eine offene Spielwelt, die im Laufe der Zeit immer offener wurde, weil man dann neue Wege freigeschaltet hat oder neue Fortbewegungsmittel freigeschaltet hat, sodass man dann die Welt bereisen konnte. Ich habe es bei einigen anderen Streamern gesehen, die das jetzt in letzter Zeit gespielt haben, dass die öfters dann doch Probleme hatten mit der Orientierung und nicht wussten, wie geht's weiter. Da ist das auch schon sehr holprig aufgebaut, das Spiel, dass die jetzt nicht klar sagt, okay, du musst jetzt dahin und dahin. Es hat auch viel so mit Codewörtern und mit Gegenständen gearbeitet, also dass man gewissen Personen dann ein Codewort sagen musste oder nach einem gewissen Objekt fragen musste, um da was zu triggern. Oder ihnen einen gewissen Gegenstand zeigen musste, um halt was. Also man hört schon, ich bin nicht der größte Fan davon. Ist für mich im Vergleich zu all den anderen Final Fantasies eher so mit am schwächsten. Ne? Also da gebe ich Final Fantasy 1 noch den Vorteil, dass es halt okay, es war groundbreaking und hat die Richtung vorgegeben. Da hat 2 dann schon doch ein bisschen abgebaut, sodass man es mal bei D als schwächstes mit einordnen kann. So, dann haben wir den Dreier. Was hat der Dreier gemacht? Der Dreier hat das Jobsystem wieder eingefügt, wieder namenlose Helden, die man frei wählen konnte und hat dann wieder verschiedene Klassen eingefügt. Und je mehr Kristalle man gesammelt hat, ne, Kristalle spielen ja auch immer eine wichtige Rolle, auch schon in Final Fantasy 1 waren es die 4 Kristalle. In 2 weiß ich gar nicht, ob es da Kristalle gab. Hat man da Kristalle gesammelt? Oh Gott, schon allzu lange her, keine Ahnung. Aber in 3 kamen die auf jeden Fall wieder, dass man da die Kristalle wiederherstellen musste, denen wieder Licht einhauchen musste und so weiter und so fort. Und mit jedem weiteren Kristall, den man da wiederhergestellt hat oder bekommen hat, wurden immer mehr Klassen freigeschaltet. Also wir waren jetzt hier nicht mehr bei 6 Klassen, sondern bei deutlich mehr. Da ist dann der Dragoon ist da hinzugekommen. Der Beschwörer ist da hinzugekommen. Ne? Man konnte jetzt beschwören auf einmal. Auch die ganzen Beschwörungen sind da zum ersten Mal, wenn ich mich nicht täusche, aufgetaucht. Was haben wir noch? Der Ninja, was ein Ninja? Gab es da schon den Ninja? Auf jeden Fall gab es den Gelehrten, der kam zu hören. Geomant. Der Geomant, einer meiner liebsten Klassen, mit der Natur verbunden, kann dann Special-Angriffe machen. Und ja, also da wurde dann ordentlich aufgestockt, was Klassen angeht. Und dementsprechend gibt es um mehr viel mehr Spieltiefe, weil es da, ja, es gab ja einfach viel mehr Möglichkeiten, die man austesten konnte, um sein perfektes Team zu bilden. Also ich bin der Dragoon-Spieler zum Beispiel gewesen, mit einem Geomanten drin. Gerne dann auch, glaube ich, der Hexer war so war das der Hexer, der hohe schwarze Magie anwenden konnte? Also ja, da gab es dann viel mehr Möglichkeiten. Storymäßig muss ich auch sagen, kein geiles Ding. Ja, also storymäßig, ja, Kristalle herstellen, wiederherstellen. Oh, da gibt es einen großen Bösewicht. Dann Hauptboss ist die Wolke des Dunkels. Naja, offene Spielwelt,
hat so einen kleinen Twist, dass man erst eine einfache, offene Spielwelt hat, wo man dann aber irgendwann mal merkt, ey, das ist bloß eigentlich eine kleine schwebende Insel, diese offene Spielwelt, und man fliegt dann über diese Insel hinweg und ist eigentlich in der richtigen Welt erstmal drin. Ne? Also es gibt eine kleine Welt in einer großen Welt. Und ja, es ist halt wieder eine offene Spielwelt. Das kann man dem sehr wieder zugutehalten, plus halt diesen Ausbau der Jobklassen, was halt mehr spielerische Tiefe gebracht hat. Aber storymäßig hat es mich jetzt nicht abgeholt. Das 3DS-Remake gibt denen dann nochmal mehr Persönlichkeit, weil man feste Charaktere spielt, die auch dann individuell aussehen, individuelle Namen bekommen. Und das Ganze dann auch eher so ja, in die Neuzeit mit reinholt in so 3D-Grafik. Ist ganz schön, kann man mal spielen, so für den DS, 3DS. Auch für den normalen DS erschienen, aber wird bestimmt auch auf dem 3DS laufen. Oder aber auch auf Steam habe ich es auch gesehen. Kann man sich das auch mal gönnen. Um das nochmal wieder zu erleben in einem modernen Gewand, so will ich das sagen. Yes, aber jetzt bin ich überlegen, setze ich das auch bei C, setze ich das gleich mit 1 oder setze ich es auf B hoch? Bin eher bei dem B, weil es ja nochmal mehr Tiefe gebracht hat, nochmal mehr Jobklassen gebracht hat, weil es Beschwörungen gebracht hat. Ich hoffe, ich erzähle einfach keinen Quatsch und ich hoffe, 3 hat wirklich Beschwörungen eingeführt und nicht schon 2. Aber ich glaube, dass es eben den Beschwörer gab als Klasse und dass damit dann auch die Beschwörungen wie Ifrit, Shiva, Ramu, Titan, alles mit reingekommen ist, Bahamut ja auch wieder. Deshalb würde ich es auf B setzen, auch wenn die Story nicht so gut geballert hat. Ja, aber wir steigern uns natürlich, weil jetzt kommt Final Fantasy 4. Für mich so das erste Final Fantasy, was eine richtig komplexere Story erzählt hat, mit festen Charakteren, mit festen Klassen, die denen gegeben wurde, mit einem ersten richtigen Bösewicht, der auch immer wieder aufgetaucht ist oder auch vielleicht mal ein bisschen gesprächiger war und auch damit so ein paar Twists und Wendungen hatte und emotional zwischen den Charakteren wurde. Also da haben sie einen riesigen Sprung gemacht, einen riesigen Schritt nach vorne. Auch da, ja, Cecil, erst ist ja der dunkle Ritter, er überkommt seine Dunkelheit, wird zum Paladin, seine Beziehung und Liebesgeschichte zu Rosa, heißt sie im Deutschen Rosa? Ich glaube Rosa. Den ganzen Nebencharakteren, die da auch immer mal wieder zu Besuch sind in der Party und mitspielen. Der Mönch Yang, die Zwillinge, die Jungschen Porum und Porum. Ey, mit Namen habe ich es halt echt nicht, ne? Dann Kain als dunkler Dragoon, Thala haben wir, Ridia, also wirklich ein sehr sympathischer Cast, der erste richtig sympathische Cast, Sid, ein unfassbar sympathischer Sid ist dabei und ja, die Geschichte hat ein paar schöne Wendungen, hat schön Dramatik mit drin, hat auch den Twist, dass es eine Oberwelt und eine Unterwelt gibt, also man hat also quasi zweimal eine Open World, die man erkunden kann. Alles in allem, was Storytelling, sage ich mal in dem Sinne, das Gameplay und auch so, wie die Story aufgebaut ist, mit Charakterentwicklungen, hat es einen riesen Sprung gemacht im Vergleich zu den 3 vorherigen. Und deshalb würde ich das Ganze auf A setzen im Vergleich zu den anderen. Für das, was es eben geschaffen hat, ne, für diese ersten Schritte, die es gegangen ist, für diese Entwicklung, plus, dass mir selber das sehr viel Spaß gemacht hat, das Ganze. Also vom Soundtrack her muss man sagen, sind alle irgendwie klasse. So, Soundtrack können wir gar nicht mit reinnehmen, weil da ist jedes Final Fantasy für sich irgendwo eine Extraklasse. Es gibt ein paar, die nochmal ein bisschen outstanding sind für mich, aber generell, bei was Soundtrack angeht, sind es nur Nuancen, die überwiegen. Deshalb den Vierer auf A. Und dann gibt's diesen Fall. Ich weiß nicht, warum der hier mit drin ist. Final Fantasy 4, The After Years. Also ganz ehrlich, den Rotz muss man nicht spielen. Also das hätte man sich klemmen können. Ist eine Fortführung von 4 natürlich. Spielt einfach nochmal ein bisschen später. Ein paar Jahre später. Aber braucht man das? Nee. Also 4 hätte auch einfach so bleiben können, wie es ist. Es war abgeschlossen, war alles super. Man muss mir überlegen,
Bei 4 ist man zum Mond geflogen. Man ist zum Effenmond hochgeflogen in dem riesigen Schiff und hat da oben den Mond erkundet. Das gab es ja auch noch, wenn man einen den Mond. Weil da war mir fassungslos, was das damals geleistet hat. Und dann kommt After Years. Hier, After Years, da. Dürfte eigentlich gar nicht mit dem auf eine Stufe sein. Da müsste es noch eine Stufe E geben. Habe ich jetzt leider nicht hineingefügt, aber eigentlich müsste The After Years noch unter 2 stehen. Meiner Meinung nach. Tut mir leid, also ich will dazu auch gar nicht viel sagen, weil es mir einfach, weil ich mich da einfach durchgequält habe. Also das war, das möchte ich auch nicht nochmal anfassen, das Spiel. Na gut, verschwenden wir keine Zeit damit. Kommen wir lieber zu Final Fantasy V und wir steigern uns noch weiter. Wir steigern uns nochmal ein Stück zu 4, weil jetzt kommt's. Wir haben wieder einen festen Cast an Charakteren. 4 feste Charaktere und das Jobsystem ist zurück. Und wir müssen wieder Kristalle sammeln oder Kristalle retten. Und mit jedem Kristall mehr kriegen wir wieder neue Jobs. Und die Jobs, das Jobsystem wurde nochmal weiterentwickelt. Also für mich ist 5, ich muss kurz gucken, was Jobsysteme angeht, Peak. Das hat am meisten Spaß gemacht, weil man dann auch jetzt Fähigkeiten erlernt, permanente Fähigkeiten. Und je häufiger man halt die Klasse spielt, desto mehr steigt die im Level auf und deshalb kommen dann eben auch mal permanente Fähigkeiten hinzu, die ich dann mit anderen Klassen kombinieren kann. Und je weiter ich die Klasse level, desto höher kann ich zum Beispiel auch höhere Zaubersprüche, höhere Beschwörungen, spezielle Angriffe ausführen. Und dann, wie gesagt, eben noch so einzelne Fähigkeiten kann ich dann übertragen mit in eine andere Klasse. Also zum Beispiel, glaube ich, von dem Dragoon, den Sprung, kann ich dann auch mit einem Paladin zum Beispiel ausführen. Also das war schon sehr gut. Und dann gibt es halt wieder eine Vielzahl von Jobklassen, wo man sich austoben kann, wo man verschiedenste Kombinationen ausprobieren kann. Also das ist von der Spielmechanik her ein wunderbares Ding. Und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Auch die Charaktere, sympathische Truppe, vor allem Galuf, absoluter Liebling, der Mann. Hat mich oft zum Lachen gebracht mit seiner Vergesslichkeit oder Amnesie. Hinzu kommt auch, dass man 2 Welten hat, dass man durch Dimensionen reist. Es gibt 2 verschiedene Welten, also es heißt auch wieder 2 große Welten gibt es zu erkunden. Hinzu kommt Gilgamesch, tritt zum ersten Mal auf. Der Gilgamesch, der ja dann zum Dauerrenner wird. Auch ein super Charakter. Xdev ist auch ein sehr gesprächiger Bösewicht, der Laune macht. Und der Endkampf. Ja, der ist genau wie 4 in 4 auch wirklich bombastisch inszeniert. Also der 4er-Endkampf ist schon sehr gut und fordernd gewesen und der 5er-Endkampf hat mich auch noch sehr gefordert. Und auch da vom Storytelling her, eben von den Spielmechaniken und weil es mir so viel Spaß gemacht hat und weil ich finde, 5 ist so ein unterschätztes Ding, was häufig abfällt und oft vergessen wird. Aber für mich ist es mit eins der besten, was da so aus der Super Nintendo-Ära entstanden ist. Und deshalb ist das für mich auch definitiv ein S. Ja, also das geht definitiv nochmal, ist ein Tacken, auf einen Tacken besser als 4, deutlich besser als 3, 2 und 1. Also kann man das ruhig auf die S-Ebene hochheben. Und jetzt kommen wir zum Peak. Meines Erachtens Peak Super Nintendo Ära Final Fantasy 6. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist für mich einfach das perfekte Spiel gewesen. Es ist eins meiner absoluten Lieblinge aus der Serie. Mit ganz vielen sympathischen Charakteren. Jobklassen wurden wieder weitestgehend abgeschafft, sodass jeder alles irgendwo spielen kann. Klar, man hat auch seinen Zauberer, der höhere Statuswerte hat, die Magie begünstigen. Du hast jemanden, der raufkloppt mit Stärke, der dann mehr für den Angriff gemacht ist. Aber trotzdem konnte man, die Charaktere waren in ihren Fähigkeiten, die sie erlernen, gerade was Zaubersprüche angeht, nicht beschränkt. Sie hatten klassenindividuelle Fähigkeiten, also zum Beispiel Saban als
Mönch hatte halt eben so, ja, Mönchsangriffe, die reingeknallt haben. Terra als Magienutzerin konnte vorab schon ein paar Zaubersprüche nutzen. Oder aber auch, Locke als Dieb kann halt klauen, wenn ich mich nicht recht, wenn ich mich nicht falsch liege. Genau, also das war mitgegeben. Und vom Storytelling her auch komplett wild. Da auf, erst haben wir die World of Harmony, ja, die Welt der Harmonie. Dann bricht das Chaos aus und wir haben die World of Destruction, in der Kefka herrscht. Kefka, einer der besten Antagonisten, psychopathischer Clown, was will man mehr, der auch sehr eloquent ist, wenn er spricht, wo man einfach wirklich den Wahnsinn hört. Von der Musik auch Peak. Für mich hat Nobuo Uematsu da sein Magnum Opus, sagt man, glaube. Also wirklich sein Meisterstück abgeliefert. Vor allem, wenn man mal vorstellt, Super Nintendo aus diesem Soundchip da alles rausgekitzelt. Man muss nur an Dancing Mad denken. Die Battle Themes sind herausragend. Das Opernstück. Also da sind so viele verschiedene wilde Sachen drin. Gerade im ersten Teil ist es eher noch so ein bisschen linear angehaucht, dass alles so zusammenläuft, eben auf diesen großen Höhepunkt zur Spielmitte und dann in der World of Destruction sind die ganzen Helden verteilt und man muss sich quasi die Helden zusammensuchen und man muss auch nicht alle Helden zusammenfinden, aber es macht halt mehr Sinn, sie alle zu suchen und wieder dazu zu bringen, sich der Party anzuschließen, weil es dann im Endkampf vielleicht ein bisschen einfacher wird. Aber das war halt, ich glaube, für seine damalige Zeit auf dem Super Nintendo. Bei uns war es ja Final Fantasy 3, musste man sich ja schwerlich importieren mit der US-Version. Da müssen dir doch die Synapsen durchgekracht sein, wenn du das gespielt hast. Also für seine Zeit hat dann aus dem Ende der Super Nintendo-Ära, glaube ich, mit sehr viel rausgeholt. Auch der Boss, also der letzte Final-Boss-Kampf mit den verschiedenen Stufen, die man da hoch steigt und am Ende kommt Gott Kefka von oben hinab, richtig ripped, durchtrainiert, bereit, dich fertig zu machen und das ganze Musikstück Dancing Mad. Also ich bin ja schwer begeistert von diesem Spiel. Hört man vielleicht auch raus, wie ich hier mich um Kopf und Kragen rede und schon ins Schwitzen komme, weil es mir wieder in die Finger kribbelt. Zum Gameplay, man ist halt angehalten, Esper zu sammeln. Viele verschiedene Esper müssen gesammelt werden, weil durch diese Esper können Fähigkeiten erlernt werden. Also die können beschworen werden, ganz normal. Sie geben aber auch, sie können Stats verbessern. Also wenn man Level aufsteigt, wird zum Beispiel die MP erhöht, werden zum Beispiel die HP erhöht oder andere Statuswerte. Sie haben halt Fähigkeiten, die man dann erlernt. Man kriegt dann, glaube ich, neben den Erfahrungspunkten noch Fähigkeitspunkte. Und das muss dann halt hochgelevelt werden, dass man dann die Fähigkeiten permanent einsetzen kann. Und so hat man halt viele verschiedene Möglichkeiten, einen Zeitmagier zu machen oder den Weißmagier auszubauen, einen Schwarzmagier und so weiter. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Also wenn man eben so hört, weil ich so begeistert bin und es ist eins meiner Favorites und weil ich auch sage, Spielmechanik top, Storytelling top, Charaktere top, Final Fantasy 6 auf die 1 oder S+ in diesem Fall. Gut, und das Ganze reißt natürlich nicht ab. Es reißt nicht ab, weil jetzt kommen wir zu Final Fantasy 7. Wobei ich sagen muss, Final Fantasy 7 überbewertet. Absolut überbewertet. Können wir hier auf D setzen. Weiß ich nicht, warum alle das so abfeiern. Nein, Spaß. Aha. Nein, natürlich nicht. Final Fantasy 7 ist nicht überbewertet. Es wird nicht mein Favorite-Teil werden, weil ich habe es, glaube ich, zu spät gespielt dafür. Ich habe es relativ spät gespielt. Erkenne aber an, was es ist und wofür es steht und was es alles geschafft hat. Deshalb, Storytelling, neue Wege gegangen, was auch die Welt angeht, World Building, was komplett Neues gegangen, auf Charaktere komplett was Neues gegangen. Also es hat vieles neu gemacht und das auch wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut, auch die Welt zu bereisen.
hat einen der heftigsten Antagonisten hervorgebracht mit Sephiroth, einen der beliebtesten Hauptcharaktere mit Cloud oder Tifa, Barrett, also wirklich diese ganze Truppe sind echt krass sympathische Charaktere. Jetzt mit der Neuauflage wird das Ganze ja nochmal ins neue Gewand geholt. Es ist nicht ganz meins, muss ich wirklich dazu sagen, aber gerade weil es halt so unfassbar, eine unfassbar tiefe Story hat, ein unfassbar tiefes Kampfsystem mit dieses ganze Materia-System, die Materia aufzuleveln, was es da für Möglichkeiten gibt, seinen Charakter zu bauen, plus dieses emotionale Storytelling, die ganzen Minispiele, was damit eingebaut wurde, also es war halt spielerisch echt krass, was man da auf die Beine gestellt hat im Vergleich zum 6er nochmal, dann auf die PSI. Das war ein Wahnsinnsding und ich glaube, wenn man das als erstes gespielt hat, damals auf der PS1, ey, da müssen dir wirklich auch da die Synapsen weggeflogen sein, Videospiele sein können. Und dafür völlig zu Recht kommt das natürlich auch hier oben mit hin. Auch wenn es nicht mein persönlicher Favorit ist, aber vom Spielerischen her, vom Storytelling her, von den Charakteren her, von der Welt, hat es einfach S+ zu sein, weil es, ja, einzigartig ist. Kurz und knapp. Oh, die PS1-Ära, meine Fresse, ey, da fühle ich mich in meine Jugend zurückversetzt, auch wenn ich 7 nicht gespielt habe, aber hier 8 und 9, da werden echt Erinnerungen wach. Final Fantasy 8 auch nochmal wirklich komplett neue Wege gegangen. Auch nochmal wieder alles anders gemacht, vor allem mit dem Junction System, mit den GFs. Da sind jetzt keine Esper mehr oder Beschwörungen, es waren GFs, die gekoppelt werden müssen und dann geben sie den Charakter Stats. Plus, dass noch die Zaubersprüche angelegt werden können und Zaubersprüche gedrawt werden von Drawpunkten oder von Gegnern. Ey, wenn man sich da reinarbeitet, kann es komplett broke sein, das Spiel, ne? Wenn man sich da mal Speedruns oder so anguckt, wie die das Spiel auseinandernehmen, gibt es echt krasse Sachen, was man da, wie man seine Charaktere bilden kann. Storymäßig komplett abgefahren, nochmal eine Spur krasser als 7, wo es dann auch irgendwo mit so einer Art Zeitreisen mit drin sind. Ne? Hexen sind mit dabei, böse Hexen, gute Hexen, die dann aus der Zukunft irgendwie in die Gegenwart kommt. Ey, da kriegt das alles nicht mehr so zusammen. Das ist schon ewig her, auch dass ich das zum letzten Mal gespielt habe. Wir haben einen sehr weinerlichen, stillen Charakter. Also Squall, seine Gunblade fand ich immer geil. Ihn als Charakter war mir ein bisschen immer zu, weiß ich nicht, zu weinerlich, würde ich schon fast sagen. Immer so dieses in sich gekehrt und, oh, nee, so edgy. Kann man edgy sagen? War nicht meins. Mit ihm konnte ich mich nicht so anfreunden. Aber trotzdem auch sympathischer Cast an Charakteren. Es ist schön zu sehen, wie Rinoa ihn dann langsam so aufbricht, seine Schale durchdringt. Das ist eine schöne Geschichte. Der Gardenkrieg, wenn ich daran so denke, diese Sequenz. Also im Hintergrund hat man diese gerenderte Sequenz, die abläuft und man läuft dann da so durch oder kämpft dann auch, wo die beiden Garden so aufeinander prallen. Das war schon heftig. Hat nochmal grafisch einen riesigen Sprung gemacht im Vergleich zu 7. Das ist auch ein Bombenspiel mit Edea und Ultimicia. Auch coole Antagonisten. Also Edea, ja, dann später nicht mehr, aber Ultimicia, wie man sie auch ausspricht, keine Ahnung. Bleibt auf jeden Fall in Erinnerung. Auch die Musik super. Aber das ist nicht mein absoluter Favorite. Es hat nicht so, war nicht so bahnbrechend wie 7. Hat nicht so viel rausgekitzelt wie 6. Aber es ist natürlich dennoch ein fantastisches Spiel. Und hat sich auf jeden Fall hier so einen S-Platz verdient. Also ich würde es dann so mit 5 auf die gleiche Stufe setzen. Was 5 für den Super Nintendo war, ist 8 für die PlayStation. Also auch, dass man einfach nochmal diesen Schritt weitergegangen ist und nochmal so viel Neues gewagt hat. Und dann kam 9 und man hat sich gesagt, oh, wir gehen wieder back to the basics, weil war ja so als Abschiedsgeschenk gedacht, ne, für die alten Fans, komm, gehen wir back to the basics. Hat auch ganz viele Einflüsse aus den alten Final Fantasies, vor allem aus dem ersten Teil, was Musik angeht, was Gegner angeht, findet man da sehr viel wieder. Man hat seine festen Klassen, Zidane ist ein Dieb, Garnet Weißmagier,
mit Eiko zusammen, mit Weißmagier gemischt mit Beschwörer, Steiner der Ritter, Freya als Dragoon. Und auch hier muss ich sagen, super sympathischer Cast. Es ist mein absoluter Favorite, deswegen geht es auch auf S+ hoch, sage ich gleich, wie es ist. Obwohl es spielerisch gar nicht so, würde ich es gar nicht so hoch einordnen. Es hat halt einfach nicht diese Kompaktheit wie ein 6 und ein 7, wo alles passt. Ja, wenn man hat das Ability-System durch getragene Rüstung werden Abilities und Fähigkeiten für den Kampf halt gelernt. Und wenn man es voll ausgelernt hat, kann man es permanent einsetzen oder die Abilities auch anlegen. Aber ja, viele Fähigkeiten braucht man auch so bis zum Endgame gar nicht. Ne? Gerade wenn ich an Steiner denke, seine ganzen Angriffe, die sind, ja, nutzt man nicht, außer am Ende dann vielleicht den Exekutionsschlag oder den Schocker. Ansonsten, ja, da ist, man geht halt oft auf Angriff, ne? Oder Zidane seine Fähigkeiten. Angriff, ein bisschen Magie und dann war es schon, ja. Von Freya nochmal so ein paar Fähigkeiten. Aber ansonsten, ja, Magie bewirkt. Also ich finde es, ja, es hat halt nicht diese Komplexität und ist nicht so ganz vollkommen wie 6 und 7. Aber weil es mein Favorite ist, geht es auf eine S+ hoch. Deshalb setze ich das einfach auf S+. Da gehört es für mich hin, weil ich damit sehr viel persönlich verbinde, sehr schöne Momente mit diesem Spiel verbinde. Das wäre eine Story für sich, die will ich jetzt, kann ich nicht so ausklamüstern hier. Das würde den Rahmen sprengen, aber es hat einen hohen emotionalen Stellenwert und deshalb geht es auf S+. Hier, was ist denn hier? Vertauscht. Jetzt kommen wir zu 10. Ey, was war das für eine kranke Ära? Also mal meine Fresse. 10, sage ich auch gleich vorweg, ist ein S+ für mich, weil es auch einfach diese Vollkommenheit hat. Ja, es hat diese Vollkommenheit im Kampfsystem mit dem Sphero-Brett, dass man auch nicht festgelegt ist. Also am Anfang ist man eher so festgelegt, aber dann kann man es auch aufbrechen und seine Charaktere so zusammenbasteln, wie man möchte. Und dort sind eben die ganzen Fähigkeiten, kommen mir nicht useless vor. Also man muss viel mit denen arbeiten oder sollte viel mit denen arbeiten, um sich das Leben zu erleichtern. Gerade was auch so Hast und Protect Shell angeht, macht da mehr Sinn, ja, das einzusetzen. Es hat eine super geile Story, auch wenn die sehr linear ist. Und es hat nicht diese große freie Welt, die man erkunden kann. Aber es sah zu seiner damaligen Zeit unfassbar gut aus auf der PS2. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Es hat eine unfassbar gute Story. Wie gesagt, unfassbar gutes Game, unfassbar gutes Worldbuilding. Alles aus meiner Sicht natürlich, kann man anders sehen. Und ja, deshalb S+. Es hat ein unfassbar gutes Endgame auch. Wenn man sich da noch reinstressen will, Monster zu züchten und zu fangen und dann Superbosse zu besiegen mit den schwarzen Espern. Allein die Esper-Beschwörungen, dass man Esper beschwört und dann mit denen kämpfen kann, war ja wieder was Neues, Geiles. Und Seymour, super Antagonist, muss man auch dazu sagen. Ja, also es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Und es macht auch heute noch unfassbar viel Spaß. Das Ende bricht einen, genau wie das Ende von 9 eingebrochen hat oder mich gebrochen hat. Die beiden sind ja doch eher ein bisschen mehr auf Happy End ausgelegt. Und ja, einfach ein unfassbar gutes Spiel, was heute auch noch sehr gut geht. Und schon so fast mit das Letzte, was auch rundenbasiert war. Es ist einfach diese Ära hier ab 6. Da, das ist Peak. Diese 4 Titel sind für mich Peak Final Fantasy gewesen. Absolut genial. Kann man eigentlich schon als goldene Zeit bezeichnen. Mit 5 ging es los, dann auf 6 hoch und dann kontinuierlich eigentlich nur geile Dinger rausgehauen. Deswegen, Final Fantasy X wäre auch so mal so ein Einsteiger, den ich empfehlen würde, weil es eben sehr story-driven ist. Man muss nicht viel suchen, es ist sehr linear mit den Dungeons. Bekommt man auch gut erklärt am Anfang, es gibt so ein kleines Tutorial und dann, ja, Abfahrt, einfach machen. So, dann kam 10-2. Da haben sie sich gedacht, wow, das war so erfolgreich, wir müssen ein zweites Spiel raushauen dazu. Und haben da ein Cringe-Festival abgeliefert vom Allerfeinsten. Was die Story angeht mit Gesinge, 3 Mädels, finde ich gut, finde ich gar nicht mal schlecht, dass sie da so 3 starke Frauen zusammenbringen. Aber warum dann so ein Cringe-Festival daraus machen?
alle, ja, hier, wir singen ein bisschen und sind super lustig drauf, immer over the top. Also, das ist auch so Peak JRPG in Final Fantasy, kann man fast sagen. Ja, keine Ahnung, wie man das einordnen soll, ne? Das Jobsystem kam zurück, nur in Form von Kostüm, dass man sich verschiedene Kostüme angezogen hat und dann Fähigkeiten erlernt hat. Durchs Kämpfen, auch wieder durchs Anwenden, konnte man sich einen Skill festlegen. Und je häufiger man in der Klasse etwas ausgeführt hat, wurde der Skill dann gelevelt, bis man ihn permanent in dieser Klasse einsetzen konnte. Storymäßig, langweilig. Yuna sucht Tidus. Ja, weil der ja weg war am Ende von 10 und sie sucht ihn jetzt und meint ihn zu finden und dann sind sie Sphero-Hunter. Ey, mich hat das Ding überhaupt nicht abgeholt. Das Jobsystem ist ganz nett, spielerisch, aber storymäßig, die Darstellung, finde ich zu sehr cringe. Hätte es nicht gebraucht, finde ich diesen Teil. Deshalb würde ich das hier unten mit ablegen, auf D. Also, müsste ich jetzt nicht nochmal spielen. Zu 11 kann ich nichts sagen, habe ich nie gespielt. Der erste Online-Titel hat, glaube ich, seine Fans, kam sehr gut an. So war, wo ich mich mal so reingelesen habe, kann ich aber nichts zu sagen, werde ich deshalb auch nicht werten und lasse ich unten stehen. Wer dazu was weiß, wer mir dazu mal was schreiben will, kann das gerne tun, dann auch in den YouTube-Kommentaren, wäre ich sehr dankbar. Lohnt sich das auch heute noch mal zu spielen? Kann man das heute noch spielen? Spielt sich das heute noch gut? Ich habe gesehen, es geht noch, dass man spielen kann und ich hätte auch Interesse daran, da mal reinzuschnuppern. Ist halt nur die Frage, lohnt sich das heutzutage noch? Das würde mich mal interessieren. Wäre super, wenn das mal vielleicht jemand schreiben könnte, wenn der das Video bis hierher gesehen hat. Ich glaube, es wird schon wieder sehr lang, wenn ich auf die Uhr gucke. 11 einfach mal ausgeklammert als Online-Titel. Würde mich aber mal interessieren. So, dann kommen wir zu 12. Was macht man mit 12? Ja, wenn ich das jetzt mal so einordne mit dem, was noch übrig ist und was man eingeordnet hat. Schwierig. Es ist auch wieder komplett anders. Das Kampfsystem komplett anders ist eher auch so, wie man es vielleicht von Online-Spielen kennt. Man spielt gar nicht mehr so viel selber. Man steuert seine Figur und dann kämpft die automatisch. Es kommen dann auch mal so schöne Linien, blaue Linien, welchen Gegner ich anvisiere und dann rote Linien, welcher Gegner mich anvisiert oder meine Gruppenmitglieder. Und dann gibt es das Gambit-System. Und das Gambit-System kann man sich so schön zusammenbauen, damit der Charakter ganz genau weiß, wie er sich verhalten soll in einem Kampf. Also zum Beispiel, oh, HP sind bei Gefährten unter 50%. Jetzt muss ich heilen. Oh, der Gegner hat eine Schwäche für Feuer. Ich mache jetzt einen Feuerzauberspruch. Und das kann man dann ranken in einer Reihenfolge, was der Charakter zuerst machen soll. Also so eine Prioritätenliste. Gar nicht schlecht. Cooles Kampfsystem. Fand das Lizenzbrettsystem fand ich auch nicht schlecht, dass man konnte sich quasi Klassen zusammenbauen. In der Ursprungsversion war das ja noch alles ein bisschen freier. Jetzt mit dem HD-Remake, The Zodiac Age, glaube ich, hieß es. Also mit den Sternzeichen, war man ja so ein bisschen mehr so auf Klassen festgelegt, dass man sich eine Kombination aus zwei Klassen gemacht hat und da dann seine Fähigkeiten oder sein Lizenzbrett die Fähigkeiten erlernt und ausgebaut hat. Hatte man in der PS2-Version, in der normalen Version, hatte man das nicht. Da hat man sich dann so von der Richtung eingeschrieben und meinte, okay, ja, den könnte ich ein bisschen Schwarzmagier machen, den gebe ich Heilmagie mit Booster, also hier Protest, Shell, was weiß ich alles, halt Unterstützungszauber, Buffzauber und den anderen mache ich halt einen Tank. Einen Tank, der mir alles wegtankt und gleichzeitig aber auch angreift und da konnte man halt viel zusammenbasteln. Das ist auf jeden Fall spielerisch sehr interessant in Kombination mit dem Gambit-System. Storymäßig ist es sehr politisch, ein sehr politisches Thema und das Ganze spielt in der Welt von Ivalis, was man aus Final Fantasy Tactics kennt. Und es hat auch so ein bisschen, erinnert auch schon ein bisschen so an Star Wars, weil man wieder ein großes Imperium aus dem Untergrund bekämpft, wogegen man sich wehren möchte. Und ja, man ist eher so als Van. Es ist ja eigentlich gar nicht Vans Story, sondern von dem Ritter. Ich weiß es echt, wie gesagt, Namen. Namen sind wirklich grauenhaft. Und man begleitet, das ist erst eigentlich so der Hauptantagonist. Der gefallene Ritter, der seine Reputation zurückholt, weil er als Königsmörder galt. Und man begleitet ihn eher so auf seinen Weg, aus dieser Schmach zurück. Beziehungsweise auch Prinzessin Ash, wie sie halt versucht, ihren Thron zurückzuerklimmen oder ihr Königreich zurückzuerlangen. Und Van ist eigentlich eher nur so eine Begleiterscheinung
Man sieht es zwar so aus seiner Perspektive, aber ja, er ist nicht der wahre Hauptcharakter. Aber an sich, so von der Story und auch von der Welt, ist das sehr schön. Man hat sehr große Areale, die man erkunden kann. Es gibt sehr viel zu entdecken, es gibt sehr viel zu machen nebenbei an Quests. Von daher ist das ein grundsolider Titel, den man auf eine A setzen kann, bin ich der Meinung. Das Ding kann man auf A setzen. Also ich hatte damit mit dem Ding immer viel Spaß. Sind coole Kämpfe dabei, coole Bosskämpfe. Der Antagonist ist ein bisschen schwach. Er kann gut reden, aber ansonsten strahlt er nicht so viel aus. Und die Story kann auch ein bisschen verwirrend sein, wenn man nicht aufmerksam ist. Aber dennoch, gerade weil es im Storytelling ein bisschen mal was anderes ist, auch sehr die politische Ebene geht, ist halt ein Riesenkontrast zu 10 oder den anderen Teilen. Deshalb, ja, auf jeden Fall ein guter Teil, deswegen setze ich den noch auf A. Dann haben wir 13. 13 hat auch wieder so viel neu gemacht mit den Paradigmen-Systemen. Oh, mein Kopf ist zu voll mit Final Fantasy, wenn ich sehe, was ich alles über die Jahre gemerkt habe. Paradigmen-System, wo man, wo die Charaktere eine verschiedene Rolle eingenommen haben. Verheerer, Brecher, also der Verheerer hat halt so eine Schockleiste hochgepusht. Der Brecher hat dafür gesorgt, dass die Schockleiste nicht zu schnell abfällt, sondern ein gewisses Niveau hält. Und dann musste man seinen Gegner in die Schockstarre bekommen, weil man dann besonders viel Schaden gemacht hat. Und dann gab es noch eben den als Rolle Verteidiger. Es gab den Manipulator, Augmentor irgendwie so, keine Ahnung, die dann halt Buffs gezaubert haben. Der Manipulator hat Debuffs auf die Gegner gezaubert. Aber man hat halt nicht viel gemacht. Man hat eigentlich immer, die haben es alles selber gemacht. Man hat einfach nur die Rollen immer so durchgewechselt. Also ich konnte einen Verteidiger mit einem Brecher und einem Verheerer zusammensetzen. Ich kann aber auch einen Verteidiger mit der Rolle Manipulator-Brecher zusammensetzen. Und so hat man dann immer seine Kombination gesucht und hat die Paradigmen dann durchgeswitcht. Ja, das war spielemechanisch so das Ding. Und dann haben die aber von selber gekämpft. Und man hat immer nur X gedrückt, X, X, X. Ab und zu mal ein Paradigmen gewechselt, X, 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 X. Und das war's. Also so, ja, man war selbst nicht so wirklich aktiv. Da konnte man in 12 noch ein bisschen aktiver werden, weil man die Zeit anhalten konnte und auch selber mal Befehle geben konnte. Deshalb auch Storytelling super verwirrend. Es hat eine sehr tiefe Hintergrundgeschichte, wo man sich auch einlesen kann. Es gibt auch Bücher dazu, die ich empfehlen kann, um in die Welt noch ein bisschen mehr abzutauchen. Aber ja, es hat jetzt, weiß ich nicht. Das ist sehr schwierig. Das war wirklich sehr verwirrend mit Falsey und Lissy. Der Antagonist, der wie der Papst daherkommt, das Religionsoberhaupt, den man immer wieder bekämpfen muss. Ich finde den Bosskampf am Ende gegen Orphanus recht cool. Der hat eine recht geile Mucke auch. Also davor, also nicht Orphanus wird ja dann geboren, Orphan. Davor noch, was halt wie so ein Schwert aussieht, mit zwei Gesichtern. Hat auch mega coole Musik. Das habe ich sehr gefühlt. Snow ging mir tierisch auf den Sack mit seiner super positiven Art und hey, ja, dann hast du, Snow war das, ne? Dann hast du diesen kleinen Jungen da, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der war auch mega weinerlich und hat rumgeheult. Der ging mir auf den Sack. Fang und Vanille waren noch, ja, die haben noch Spaß gemacht. Sash hat auch noch Spaß gemacht. Lightning, die so kalt war. Hope hieß der, Hope. Gott, habe ich Hope gehasst. Der ist mal gestorben, weil er so wenig HP hatte. Gott, hat der Typ mich wahnsinnig gemacht. Aber Lightning auch so als kalter Held. Wunderbar. Für ihre Schwester da alles getan. Ihre Schwester wurde halt so Kristall erstarrt, weil sie als Lissy, glaube ich, ihre Bestimmung erfüllt hat. Wenn man seine Bestimmung erfüllt, wird man zu so einem Kristall. Und man, die haben sich halt gegen das Schicksal gestemmt, weil Snow war mit ihr verlobt. Das von Lightning war es die junge Schwester. Dann wollten sie es gegen das Schicksal ankämpfen und reisen so durchs Land. Auch sehr lineare Story. Nur ein großes Gebiet gibt es da zu erkunden. Sehr story-driven, aber auch sehr verwirrend. Story-driven, sehr verwirrend. Auch die Welt an sich fand ich nicht so geil. Es hat zwar schon in gewisser Weise Spaß gemacht, aber würde ich jetzt nicht zu den Besten zählen. Deswegen überlege ich gerade B oder C. Ich glaube, ich nehme einfach mal ein solides B. Ein solides B ist es schon, finde ich. Weil wenn ich setze mal ins Verhältnis auf 3 auf jeden Fall gleich. 4 und 12 sehe ich als besser an.
Und jetzt kommt nämlich 13.2, weil da hat man sich gesagt, hey, wir machen eine Trilogie daraus. Mit 13 wäre das Ding super abgeschlossen gewesen, aber sie haben gesagt, ja, wir machen noch 13.2, weil jetzt bricht die Welt komplett auseinander, weil jetzt wird die ganze Story noch verwirrender, weil jetzt kommt noch die Göttin Eos. Gott, wie hieß die denn? Keine Ahnung. Irgendeine Göttin hat gesagt, ja, ich, Lightning, ich bin jetzt kurz vorm Stern. Lightning, du wirst jetzt meine Nachfolgerin. Und damit hat sich Chaos gebreitet. Chaos kommt noch mit ins Spiel. Irgend so eine Substanz. Keine Ahnung. So, und dann spielt man auf einmal die Schwester, Sarah, von Lightning. Und dann kommt auf einmal Noel aus der Zukunft und sagt, ja, wir müssen das hier, die Zukunft, die Menschheit ist komplett ausgelöscht. Ich möchte das verhindern. Und dann gibt's Kaius als Antagonisten. Einer der besten auch Antagonisten, wie ich finde. Super synchronisiert, super mystisch der Typ, der mit Yul reist. Yul, eine Seherin, die die Zukunft voraussagen kann, aber wenn sie die Zukunft zu oft voraussagt, stirbt sie. Und er ist halt der Beschützer von Yul und er ist auch unsterblich, weil er irgendwie das Chaos in sich trägt. Oh, ja. Und man reist durch die Zeit. Man reist so durch Gebiete aus Final Fantasy 13, aber in verschiedene Zeitepochen. Hope spielt auch wieder mit, ist ein bisschen cooler drauf. Snow ist auch wieder dabei. Und man reist halt so durch die Zeit und versucht, Lightning zu finden und irgendwie auch die Zeitlinie wieder gerade zu rücken. Hat ein interessantes System, hat eine interessante Story, die natürlich noch verwirrender wird, irgendwie komplett mit dem ganzen Worldbuilding. Die Gebiete sind aber auch größer. Das war, fand ich, schön. Größere Gebiete. Es gibt wieder mehr zu erkunden. Und was man so in der einen Zeitepoche macht, kann auch Auswirkungen haben oder hat auch storytechnisch Auswirkungen auf das, was in der Zukunft oder Parallelwelt irgendwie liegt. Also da dieses Zeitreisesystem, ja, da gibt es halt einiges zu entdecken und es hat mir mehr Spaß gemacht als 13. Deswegen würde ich das dann auch auf A setzen, weil es ein Ticken besser ist als 13. Und man kann Monster fangen als drittes Teammitglied, was so ein bisschen Pokémon-Vibe hat, dass man seine Begleiter fangen kann. Oder bekommt am Ende, wenn man die irgendwie besiegt hat. Und die kann man dann noch so ein bisschen züchten und miteinander verschmelzen. Von daher setzen wir das mal auf A. Und das Ende vor allem, das Ende hat mir aber auch das Herz gebrochen. Meine Fresse, das hat mich ein bisschen gebrochen. Da muss man schon mal die Taschentücher bereithalten, wenn man ein bisschen nah am Wasser gebaut ist. Also von denen, deshalb A. Kann man mit 12, würde ich da schon mal auf eine Stufe setzen, kommt aber nicht an diese zwei Banger hier ran und da oben schon gar nicht. Ist aber noch besser als die zwei. Denke ich mal, ist ganz gut platziert. Lightning Returns, ja, jetzt wollten sie das Ganze nochmal abschließen. Will sich gegen Gott stellen, Almighty Bunivalse, wo das auf einmal herkommt, keine Ahnung, Chaos ist ausgebrochen über die Welt, erschafft Monster, die Menschheit steht kurz vorm Untergang, man hat noch 13 Tage, bis die Welt im Chaos komplett versinkt und man stellt sich jetzt gegen Gott und das Schicksal. Lightning alleine. Auch hier gibt es wieder so eine Art Kostüm-Klassensystem. Man gibt verschiedenste Kostüme mit, die Stats verändern, die gewisse Sprüche haben, wo man dann drei anlegen kann und man rotiert immer durch. Ist ganz interessant. Aber storytechnisch gibt es halt nicht her. Man hat permanent irgendwie auch die, storytechnisch passiert auch nicht viel. Man sammelt irgendwelche, erfüllt Aufträge für die Menschen, um Lebenssamen zu bekommen, damit der Lebensbaum wächst, dass man noch einen Tag mehr hat. Letztendlich muss man doch gegen Bunivalse und Gott kämpfen, weil man sich dagegen auflehnt. Ja, es gibt große Gebiete zu erkunden. Ich glaube, da vier große Gebiete sind es, die man erkunden kann. Kampfsystem, wie sagt man, Lightning alleine, Kostüme hin und her wechseln, Knöpfe raufhauen. Auf jeder Knopf hat dann eine Fähigkeit. Kann man schöne Kombos machen, aber ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, muss ich ehrlich sagen. Irgendwie sucht sie auch Sarah, die ja dann auch eigentlich tot ist, aber irgendwie doch noch im Chaos weiterlebt. Ach Gott, es ist ewig her, dass ich das gespielt habe. Man hat permanent diesen Zeitdruck. C. Von den dreien am schlechtesten und würde ich hiermit einordnen. Kann man auf eine Stufe damit stellen. Da würde ich lieber ein Dreier spielen, als ich das spiele. Was haben wir doch? A Realm Reborn. Wenn ich da jetzt anfange, jetzt mit Dawntrail, die neue Erweiterung. Es hat sich mit dem Neustart richtig gemausert. Es ist ein richtiges Banger-Spiel geworden. Kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen, wenn man sehr viel Zeit hat. Ich habe sehr lange gebraucht, um das Ende von Endwalker zu sehen. Über ein Jahr, eineinhalb Jahre, glaube ich, ungefähr, habe ich gebraucht, weil ich es auch gestreamt habe. Ja,
Es macht unfassbar viel Spaß und man kann unfassbar viel machen. Und es hat eine unfassbar gute Community, es hat eine unfassbar gute Story, die da über die einzelnen Erweiterungen erzählt wird. Es hat sehr sympathische Charaktere, es hat sehr geile Spielinhalte, die auch Bezug haben zu den älteren Final Fantasy Teilen, was Dungeons angeht, was Gegner angeht, was Raids angeht. Also, ey, wenn man Final Fantasy Fan ist, man sollte es gespielt haben, wenn nicht sogar, man muss es gespielt haben. Es macht wirklich viel Spaß. Ich will da gar nicht so viel zu erzählen, weil da könnte man den ganzen Abend mitfüllen. Ich überlege gerade, ist es ein S? Ist es ein A? Ich würde es schon als S einordnen. Also es ist wirklich top Final Fantasy. Man muss online MMORPG mögen. Es war mein erstes. Für mich war es komplettes Neuland, aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht. Und es war eine verdammt gute Zeit und ich kann noch wirklich wahrscheinlich noch weitere viele Stunden Spaß damit haben. Ein Ende ist ja nicht in Sicht. Und von daher, jo, ist es auf S, denke ich mal, gut aufgehoben. Dann 15. Von vielen hart kritisiert, die Boyband, die vier Jungs, die auf ein Abenteuer gehen, um den Thron wieder zu erlangen, der Noctis streitig gemacht wird, weil sein Königreich überfallen wird, sein Vater wird ermordet und sie versuchen, das irgendwie zurückzubekommen, das die Dunkelheit zu bezwingen. Ja, bei vielen kritisch gesehen, kein großer Liebling, kann ich leider nicht mitgehen. Ich mag das Spiel doch sehr gerne. Ich finde die Jungs sympathisch. Stellenweise, klar, ein bisschen nervig, aber diese Verbundenheit zu denen, wenn die sich so, wenn man wirklich auf einen Roadtrip mit denen geht, mit denen zusammen die Welt erkundet und diese Rückschläge, die sie auch erleiden. Ja, ich fühle damit. Man hat eine große Welt zu erkunden, wo es viele coole Nebenquests auch gibt, wo es viel zu entdecken gibt an optionalen Dungeons. Zum Ende hin, klar, es wird sehr gestreckt, weil das Budget ausgegangen ist, musste, ist viel hinten runtergefallen, was dann in DLCs nochmal nachgearbeitet wurde. Die zweite DLC-Welle ist auch komplett weggefallen, fand ich auch sehr schade. Luna Freya bleibt leider sehr blass. Von ihr hätte ich mehr gern gesehen. Arden ist ein wunderbarer Antagonist. Den finde ich klasse. Wie der dargestellt wird, wie der gesprochen wird, wie er inszeniert wird. Super. Die Welt macht einen guten Eindruck, hat seine schönen Gebiete. Kampfsystem bockt. Auch sehr actionorientiert. Ja. Ist okay. Es ist wirklich okay. Es ist nicht so schlecht, wie es oft gemacht wird. Bei mir hat es nochmal so ein bisschen einen besseren Stellenwert. Und von daher würde ich es halt auch auf A setzen. Yoko Shimura. Ich weiß nicht, wie sie heißt, die gute Dame. Namen, da sind wir wieder. Namen bin ich super schlecht drin. Hat einen unfassbar guten Soundtrack. Den höre ich sehr gerne. Unfassbar gute Stücke mit drin. Und ich würde es auf A setzen, ja. Ich würde das alles hier so in die eine Reihe setzen. Gar nicht so schlecht. Kann man machen. Kann man wirklich machen. Und dem sollte man auch nochmal eine Chance geben, weil gerade mit der Royal Edition haben sie nochmal sehr viel, ja, nachgebessert. Von daher gib dem Ganzen eine Chance. Wenn du kritisch warst dem Spiel gegenüber, gib dem Ganzen eine Chance. Gib den Boys eine Chance. Geh mit diesen Boys auf einen Roadtrip. Du wirst es nicht bereuen. Meiner Meinung nach. Und wenn nicht, dann lass ich was springen. Wenn du doch komplett enttäuscht bist, dann lass ich gerne was springen. Und last but not least, die 16. Geht ich damit jetzt vielen auf den Schlips? Ich weiß es nicht. Für die PS5. Ich sage mal Inszenierung. Was die Welt angeht, top. Die Welt ist top. Charaktere sind okay. Ich werde jetzt nicht meine Lieblinge sein. Konnte mit denen nicht so relaten. Du sagst Beste. ja, als Liebhaber der älteren Teile bin ich da nicht so richtig warm geworden mit, muss ich ehrlich sagen. Aber die Esper-Kämpfe oder Icons, wie sie heißen, wunderbare, wunderbare Kämpfe. Wirklich krass. Hat einen krassen Soundtrack. Mit dem Antagonisten kann ich halt überhaupt nichts anfangen. Wo diese ganze Story da irgendwo hinführt, konnte ich nichts mit anfangen. Game of Thrones-mäßige Zombies mit blauen Augen. Ab der Hälfte der Spielzeit ist der Himmel so lila bedeckt. Das hat ganz viel von der Welt auch kaputt gemacht, weil die Welt dann einfach nur noch langweilig aussah. Vorher war die echt schön zu erkunden. Danach habe ich mich auch irgendwann satt gesehen.
zum Ende hin auch sehr viel Geschwafel, vor allem Barnabas, der den Odin spielt, was der die ganze Zeit für Müll gelabert hat, fand ich. Da habe ich mir gedacht, Junge, komm doch mal auf den Punkt, ich will jetzt dir die Fresse polieren. Und der labert und labert da irgendein philosophisches Zeug. Da hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr drauf, das war mir dann zu viel. Dass die dann nackig am Strand liegen und Bunga Bunga haben, ja, hätte ich auch nicht gebraucht. Klar, die haben eine Liebesgeschichte. Sid war ein sehr cooler Charakter, war auch richtig gutonisiert. Mit der deutschen Synchro bin ich leider auch nicht warm geworden, muss ich ehrlich sagen. Hab da doch die englische bevorzugt. Deswegen, aber es ist natürlich ein grundsolides Ding. Ein solides Final Fantasy, gerade für die neue Ära. Das Kampfsystem, Devil May Cry-artig, brauche ich auch nicht. Es hat keinen Tiefgang. Das muss man ehrlich sagen, es hat keinen Tiefgang. So dieses Taktische, was Final Fantasy für mich immer ausgemacht hat, ne? So zu wirken, Protes, mit Buffs, Debuffs halt generell arbeiten, hat mir halt gefehlt. Klar, man kann seine Kombos rausfeuern, ist alles super, super schön, sieht auch gut aus. Ist für mich im Kern vom Kampfsystem weit weg vom Final Fantasy. Es war dann doch wozu casual-mäßig aufgebaut, hat mich nicht abgeholt. Muss ich leider sagen. Auch dann so dieses Skillsystem, was man jetzt als nächstes ausbaut. Irgendwann hat man halt seine Kombis gehabt, ne, die man halt gut gefunden hat und die hat man dann immer durchgeballert. Und dann, so sah es dann bis zum Ende des Spiels ungefähr aus. Also ich habe dann von den neuen Fähigkeiten eigentlich gar nichts weiter mit eingebaut, sondern bin halt so verblieben mit meinem Skillset. Ja. Deshalb würde ich es auf B setzen. Ist so ein B-Ding für mich. Vor allem, auch wenn ich die Trailer so gesehen habe, haben sie gesagt, der Krieg der Icons. War of the Icons bricht aus. Hat mir gedacht, boah, mit den riesigen S-Bahn, man vielleicht so Triple Threat, Fatal Four-Way mäßig, Tag Team Action, haut man sich auf die Fresse. Leider nicht, ne. Auch wenn die 1 gegen 1 Duelle wirklich krass episch inszeniert waren, manchmal auch ein Ticken zu lang für meinen Geschmack. Ja, es ist ein gutes Spiel, aber ich muss es leider auf B setzen. Weil dann doch echt nur ein paar negative Sachen mit drin waren. Was B heißt, dann ist ja nichts Schlechtes. Aber mir hat so ein bisschen doch dann die Final Fantasy in der Spielmechanik gefehlt. Noch nicht mal im Worldbuilding, was Charaktere angeht, aber in der Mechanik. Das fand ich sehr schade. Und damit ist es vollbracht. Das ist diese abschließende Tierlist, die einzig wahre Tierlist vom einzigartigen Mr. Perfect erstellt. Steinigt mich gerne. Sagt mir gerne, ob ihr mitgeht, ob ihr was anders sehen würdet. Wahrscheinlich schon. Final Fantasy 9 kann man auf jeden Fall auch im S- oder A-Bereich ansiedeln. Ist aber, wie gesagt, mein absoluter Favorite, deswegen steht er bei S+. Und ja, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Ich finde es schade, dass man wirklich zwei mit den beiden auf eine Stufe stellt. Da müsste es noch eine extra Stufe geben, weil die beiden sind ist schon ziemlicher Rotz gewesen. Deshalb, ja. Mir gerne was da lassen. Meinung, Likes, Abos. Freue ich mich immer gerne drüber. Aber das ist erstmal so die ultimative Final Fantasy Tierlist von und mit Mr. Perfect erstellt. In diesem Sinne, für YouTube sage ich jetzt schön mit Öl und reingehauen.